So ein Helikopter nutzt seine Rotorblätter, um aus viel Energie jede Menge Wind zu machen. Es geht aber auch umgekehrt und das schauen wir uns jetzt an. Wir fliegen zum Offshore-Windpark Alpha Ventus, dem ersten seiner Art in Deutschland. Los geht's hier in Borkum. Von hier aus sind es rund 40 Kilometer bis nach Alpha Ventus. Hier mit dem Heli dauert das nur ungefähr eine Viertelstunde. Die Offshore-Windparks sind einer der großen Hoffnungsträger, wenn es um den Umbau unserer Energieversorgung hin zu mehr erneuerbaren Energien geht. Hier, mitten in der Nordsee, testen deutsche und internationale Konzerne, wie die Kraft des Windes am besten in Strom umgewandelt und dann an Land gebracht werden kann. Und hier sieht man sie, die Propeller, die aus Wind Strom machen. Sie drehen sich relativ langsam, aber mit enorm viel Kraft. Doch der Aufwand, damit der Strom von der See hier draußen auch genutzt werden kann, ist immens. Denn er fließt nicht direkt an Land, sondern wird zuerst auf dieser Umspannplattform hier gesammelt. Von dort fließt der Strom durch ein 54 Kilometer langes Seekabel bis dort drüben nach Norderney und geht von dort aus weiter bis hier ans Festland. Und hier kommt er dann an, der Strom, am Umspannwerk Hagermarsch. In der Vergangenheit kam es zum Teil aber zu Verzögerungen bei diesen Anschlüssen. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, gibt es nun, ähnlich wie für den Netzausbau an Land, einen Netzentwicklungsplan eigens für den Ausbau der Offshore-Netze. Die Bundesnetzagentur spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie prüft und genehmigt den Offshore-Netzentwicklungsplan, den die Netzbetreiber erstellt haben. Der Offshore-Netzentwicklungsplan, Herr Zerres, was macht den so wichtig für den Ausbau der Windenergie? Alle Beteiligten brauchen Planungssicherheit. Es handelt sich um jeweils sehr große Investitionen und da muss man genau wissen, wie die alle ineinander vernünftig eingreifen. Der Park kommt nicht ohne die Anbindungsleitung aus. Die Anbindungsleitung macht nur Sinn, wenn der Park da ist. Und da brauchen wir ein koordiniertes Vorgehen, wo sich einer auf den anderen verlassen kann. Das ist also der Weg des Stroms, der weit draußen, genau genommen hier auf Alpha Ventus, produziert wird, damit dieser umweltfreundliche Strom bald auch bei Ihnen zu Hause aus der Steckdose fließen kann.